Sebastian, bei deinen ersten beiden Starts hier in Kona bist du immer als frischgebackener Ironman 70.3-Weltmeister angereist. Dieses Jahr leider nicht. Wie ist diese Situation jetzt für dich? Ja, dieses Jahr bin ich halt als frischgebackener Ironman Europameister angereist über die volle Distanz mit neuem Streckenrekord und als Führender des Kona Pro Rankings. Also Situation gut. Also fast wie in den anderen Jahren zuvor auch. Du hast auch wieder die lange Kona-Vorbereitung gewählt, bist schon sehr früh hier angereist. Wie waren die Bedingungen im Training in den letzten Wochen hier? Also Spaß beiseite, natürlich, sag ich mal, hat es schon ganz schön wehgetan, die Niederlage in Kanada. Und klar knabbert man da ein paar Tage dran, aber insgesamt war die Vorbereitung jetzt schon wirklich sehr gut. Also die erste Woche war echt hart, also vor allem, weil es sehr, sehr heiß war, sicher heißer wie in den letzten Jahren. Zum Glück war das nicht nur mein individuelles Gefühl, sondern auch wirklich das, was mir die Leute hier gesagt haben. Und ja, von daher war es schon hart am Anfang, nicht nur jetzt von der Birne, sondern auch einfach, weil es verdammt heiß war und man erstmal so wieder reinkommen muss. Das ist ja auch ein Unterschied von Las Vegas, sag ich mal, herzukommen, wo es echt super heiß ist, eigentlich noch krasser wie hier. Und dann von Kanada, wo es eigentlich verhältnismäßig angenehm war. Aber trotzdem waren dann die letzten zwei, drei Wochen eigentlich richtig gut und ich gehe eigentlich dann zuversichtlich ins Rennen, ja. Und wie schaut es eben im Formaufbau aus hier? Du warst, wie gesagt, nach Mont-Tremblant ein bisschen ratlos eben, was die Form angeht. Weißt du jetzt mehr? Ja, wie gesagt, also die letzten zwei, drei Wochen liefen wirklich super im Schwimmen. Für meine Verhältnisse sicher so gut wie noch nie. Aber gut, das muss nichts heißen. Das habe ich sicher schon vor ein paar Rennen gesagt. Und dann, sage ich mal, lief im Schwimmen trotzdem nicht so viel. Aber ja, hier soll es eigentlich schon ganz gut laufen. Also zumindest mal die Zeiten im Pool und so, das passt alles. War auch vielleicht ein bisschen da noch ein Fehler, was ich gemacht habe in der Vorbereitung für Kanada. Da war die Situation gerade mit dem Pool nicht so gut und ja, aber für hier ist es definitiv nicht der Fall. Also hier hat man echt super Bedingungen und ja, auch im Laufen, gerade im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich doch einige Probleme hatte, lief es jetzt eigentlich ziemlich gut in der Vorbereitung im wahrsten Sinne des Wortes. Und was Radfahren angeht, gut, ich denke, ich habe da jetzt nichts irgendwie verloren oder so gegenüber Frankfurt. Ich meine, ich hatte halt einfach einen scheiß Tag in Kanada, ja, da haben viele Sachen eine Rolle gespielt. Aber ich glaube, die Form war auf jeden Fall besser wie meine Leistung da. Und das gilt hier dann jetzt wieder zu beweisen, ja, dass dem so ist. Jetzt so ein bisschen Ausblick aufs Rennen. Es sind diesmal noch stärkere Schwimmer da, die auch Chancen haben, aufs Podium ganz weit vorne zu kommen. Ich nenne da jetzt mal den Jan Frodeno. Was hat das dann auf deine Renntaktik für eine Auswirkung, wenn vorne die Post abgeht? Ja, nur dass hinten eben auch die Post abgeht und unter Umständen halt noch ein bisschen schneller dann wie vorne. Ich meine, das ist ja keine neue Situation, dass, sage ich mal, vorne jetzt schnell geschwommen wird und dass die Post abgeht. War in Frankfurt genauso und klar, ist natürlich schon richtig. Letztes Jahr war zum Beispiel der Andy Potts, hat ja dann kurzfristig abgesagt. Dieses Jahr ist mit dem Andy Potts und mit dem Jan sichern, sind zwei Leute dabei, die sehr, sehr schnell schwimmen können. Und ich meine, auch die anderen, die dahinter kommen, sind sicher jetzt nicht gerade unbedingt die langsamsten in der Auftaktdisziplin. Aber das ist, wie gesagt, keine neue Situation und meine Schwimmform, wie gesagt, ist eigentlich auch relativ gut und habe ich jetzt eigentlich nicht so die großen Bedenken. Also ich werde sicher nicht als erstes aus dem Wasser kommen, das ist klar. Müsste ich mich schon ein bisschen verschwimmen. Ich glaube, wird mir dann auch keiner abnehmen, aber ja, zumindest mal einen Rückstand sollte ich schon einigermaßen in Grenzen halten und dann, ja, werden wir sehen. Die Fans in Deutschland oder generell deine Fans, die erwarten sehr viel am Samstag von dir im Rennen. Was erwartest du selbst von dir, wenn du, sag ich mal, mit, oder wie möchtest du über den Ali-Treff laufen?
ja, ich meine, dass da eine gewisse, ich würde nicht sagen Erwartungshaltung da ist, sondern dass viele Leute mir das wünschen und auch gönnen, das ist ja schön und das muss man sich auch verdienen. Ich meine, die meisten Leute, die, sage ich mal, sich da jetzt also zu äußern in irgendwelchen Abstimmungen und so weiter, die beschäftigen sich ja mit Triathlon, das kommt ja nicht von ungefähr, sage ich mal, die leichte oder die Mitfavoritenstellung, sage ich mal. Und klar probiere ich da natürlich auch gerecht zu werden. Ja. Das ist ohne Frage mein Ziel, hier das Rennen zu gewinnen. Das ist ganz klar. Aber ich weiß aus der Vergangenheit und bei vielen anderen Rennen, wie schwierig das ist. Das ist auch klar. Und für mich geht auch die Welt nicht unter. Wenn ich nochmal Dritter werde, bin ich mit dem Rennen hier auch zufrieden. Also wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, Sebastian. Toi, toi, toi. Ein tolles Rennen am Samstag. Dankeschön und allen viel Spaß bei der großen Show.